So, 3, 2, 1. Spoiler! 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 Avengers Infinity War. Erster Spoiler, der Krieg war nicht unendlich. Richtig. Ja, das ist stimmt. Obwohl, das wissen wir nicht. Vielleicht geht's ja noch weiter. Ja, aber da ich davon ausgehe, dass die, dass auch die Marvel-Filme nicht unendlich weitergehen werden. Doch, die werden jetzt unendlich weitergehen. Sie haben schon Pläne für die nächsten 200 Jahre, da bin ich mir ganz sicher, die Filme sind schon, ja, sind schon geplant. Ja, aus, aber man muss Stan Lee-Cameos halt sind schon bis zur Unendlichkeit geplant. Für die nächsten 50 Jahre sind schon Stan Lee-Cameos. Selbst wenn er tot ist. Wenn er tot ist. Alles schon vorproduziert. Ja, ja. Ja, aber man muss aber, dafür muss man ja auch ruhig mal Respekt zollen, ne? Auch wenn diese Formelhaftigkeit halt auch manchmal ein bisschen nervt, aber wie das durchgeplant war von Anfang bis hier, ja, ist schon auch beeindruckend. Da denke ich immer wie so, und das ist dasselbe Studio, was eine Star Wars Trilogie startet und vom ersten Film keine Ahnung haben, wo sie mit dem zweiten hin wollen. Ja, es liegt halt daran, dass die einzelnen Studios bei Disney grundsätzlich bis zum gewissen Grad machen können, was sie wollen. Ja. Ja, und also bei Marvel hat halt Kevin Feige alles in der Hand und bei bei LucasArts hat halt Kathleen Kennedy alles in der Hand und die ist halt scheiße. Ja. So, aber darum soll es nicht gehen, sondern um den Spoiler-Part. Und ja, also was man glaube ich gleich sagen muss, die Szene, die wir halt vorhin angesprochen haben, gleich am Anfang, ja, wo halt einfach mal Hulk verprügelt wird von Thanos, ja, mit den Worten, als die Lakaien eingreifen wollen, lass doch Thanos seinen Spaß haben. Ja. So, wird Hulk einfach mal so weggemacht, Thor wird in Ketten gelegt und Loki wird umgebracht. Ja. Und zwar so, dass man wirklich da saß und dachte, ja, okay, ich habe verstanden, der ist wirklich tot. Ja, ist ja gut, ja, der ist tot. Ja, ist ja gut, der ist tot. Ja. Hätte auch gefehlt, wenn sie irgendwie so die restlichen Überreste von seinem Körper noch in so eine Sonne reingeworfen hätten. Ja. So, jetzt aber, versteht ihr, der ist tot. Ja, und es war halt so, da haben wir vorhin direkt nach dem Kino noch mit der Freundin, der wir da waren, drüber gesprochen. Sie fand die Szene halt voll doof. Ja. Ich behaupte immer noch zu 90%, weil sie Loki so gerne mag. Ja, natürlich. Sie hat halt kritisiert, dass er halt versucht, Thanos zu erdolchen. So. Und halt hätte wissen müssen, dass das nicht klappt. So, und ich fand, es war eigentlich total Loki. Es ist ja auch in Thor Ragnarok so ein Thema, dass er ja auch da immer wieder versucht, Thor reinzulegen. Und Thor halt nicht mehr drauf reinfällt, weil er sagt, ich kenne dich mittlerweile. So. Weil Loki eigentlich immer dieselben Tricks benutzt. Mhm. Ja. So. Und hier, er hat halt gedacht, okay, wenn ich noch eine Chance habe, dann jetzt. Hat's gemacht, weil er eben nicht mehr böse ist, weil er mittlerweile erkannt hat, dass er seinen Bruder liebt. Das ist ja sowieso so ein Thema, was durch den Film zieht. Ja. Dass die Guten es ja viel einfacher haben könnten, wenn sie nicht menschliche Beziehungen zueinander hätten. Mhm. Ja, dann war es bei mir halt aber so, oder bei uns allen drei, das ist so, Loki war tot und er war so, okay, sie bringen auch die größeren Charaktere um. Ja. Obwohl ich mir auch bis zum gewissen Punkt war ich mir trotzdem nicht sicher, ob Loki nicht doch noch wiederkommt. Ja. Also ich hab's ihn echt eine ganze Weile, bestimmte Stunden habe ich sie nicht abgekauft. Ja. Ja. Ja, vor allem als Thor dann noch später sagt so, er war schon mal tot. Ja. Und diesmal könnte er wirklich endgültig tot sein. So, aber also bei mir war es so, ich musste fast ein bisschen schmunzeln, dass Thanos ihn erwürgt, man dann seine Leiche, seine kalten Augen sieht und dann das Schiff noch in die Luft gejagt wird. Einfach so, okay, und noch eine Explosion, damit auch wirklich so klar ist, ja, der Tote ist aber auch wirklich tot. Wie auch immer Thor da rausgekommen ist, aber wir haben ja gesehen, der kann auch in einem Stern stehen. Und er hat dieselben Fähigkeiten wie Leia. Ja. Also von daher. Ganz einfach. Ganz einfach. Thor hat es fast auch so gemacht. Thor ist Carrie Poppins? Ja. Okay. Carrie Poppins. Nur dass er halt einfach auf die Scheibe raufgeklatscht ist, statt sich daran zu saugen. Ja. Ja, also es war für mich jedenfalls eine sehr, sehr starke Eröffnung gleich, weil ja, ich war auch eine Weile lang so, naja, mal sehen. Aber ich war trotzdem erstmal danach so. Ja. Haben gleich mal klar gemacht, Thanos kann was. Ja. Er meint das ernst. Das war ja auch am Anfang so, als dann der Hulk da reinkam, wo Loki erstmal irgendwas gesagt hat, fand ich so lustig, wir haben einen Hulk. Und da dachte ich, jawoll, jetzt haut der Hulk dem auf die Fresse. Ja. Weil der Hulk ist einfach einer meiner Lieblingscharaktere, ich finde den Hulk einfach super geil. Und dann dachte ich dann so, nö, und hab mir zurück aufs Maul genommen. Und dann dachte ich mir, was? Ja, also das war halt aber auch wirklich wichtig, weil bei Hulk, finde ich, haben sie bisher einen sehr guten Job gemacht, dass der in allen Filmen, wo er drin war, wirklich immer
übelst mächtig wirkte. Ja. So, und weil er hat halt Götter verprügelt, er hat diese riesigen Schlangen, die Thanos geschickt hat, im ersten Avengers hat er verprügelt, wollte in Thor Ragnarok ja auch was sehr Großes verprügeln, so, und durfte nicht. So, und hier, ja, einfach zu sehen, wie er ja einfach, ja, wie Thanos ihn wirklich so gegen die Wand haut, einfach so, pff. So. Ja, ja. Das war das. Das war das, das war der Hulk. Ja, fand ich sehr schön. Und ich mochte dann wirklich sehr, wie sie das so gemacht haben, wie die Avengers so nach und nach von Thanos erfahren überhaupt. Mhm. Also wie Heimdall sich quasi opfert, um Hulk auf die Erde zu schicken, wobei ich auch da dachte, warum schickt er nicht Thor? Oder alle. Oder alle. Aber selbst wenn es nur für einen reicht, ich meine, mit Thor ist er aufgewachsen, das ist sein König. Und er schickt fand ich auch den Hulk. Ja. Und ich so, okay, er schickt den Hulk, damit Thor auf die Guardians treffen kann. Das wusste er schon. Das wusste er, dass es passiert, ja. Das stand so im Skript. Das stand so im Skript. Ja, und wie dann halt wirklich der Bruce Banner erstmal bei Stephen Strange landet, der dann Tony Stark ranholt, der gerade Pepper sagen möchte, ja, hier, Iron Man Anzug habe ich nur noch für den Notfall, so, es wird nichts passieren. Ja. Fachwelt geht unter. Ich mach damit nichts mehr, der ist nur für den Notfall. Notfall. Ja, dann Spider-Man mit reingezogen wird. Der Guardians Ausflug eigentlich macht. Ja, die Guardians auf Thor treffen und dann Gamora ihm sagt, wie gefährlich Thanos, also noch mehr bestätigt, wie gefährlich Thanos eigentlich ist. Mhm. Ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, wie sie dann quasi alle auf ihre einzelnen Quests gehen. Waren ja eigentlich Quests. Quests. Alle, um am Ende zu scheitern. Und das finde ich, ist das wirklich schön an diesem Film. Ja. Das ist so, alles, was sie versuchen, scheitert und eigentlich, glaube ich, in jedem Moment einfach dadurch, weil sie ihre Emotionen nicht abschalten können. Ja, nicht nur, sie können nicht ihre Emotionen abschalten, sondern das ganz große Thema ist ja dieses, bereit sein, Opfer zu bringen. Das, was Thanos die ganze Zeit sagt, dass halt jemand bereit sein muss, ein Opfer darzubringen, um halt sozusagen in seiner Vision Ordnung wieder ins Universum hinzukriegen. Ja. Und er ist halt dafür bereit, er opfert halt Gamora, er opfert die Hälfte des Universums und opfert seine ganzen Streitmächte, seine Kommandanten und alles und jeden. Und die Avengers und Guardians und alle sind halt nicht dazu bereit, in einem Krieg, wo es halt auf beiden Seiten Verluste jeweils gibt, immer jemanden zu opfern und jemanden halt zurückzulassen. Weil hätten sie von Anfang an Vision sofort zerstört, wie er eigentlich auch der Plan war, hätte er schon mal einen Stein weniger gehabt, hätte nicht mehr einfach mal so schnell Schnips Universum ausgelöscht machen können. Wäre er nicht komplett ausgerastet, der Quill, und hätte da halt den Thanos angegriffen, hätten sie ihn geschafft, den Handschuh auszuziehen, und ohne den Handschuh ist Thanos halt auch nur noch ein halbstarker Hulk irgendwie, so dem Motto. Das war übrigens auch eine Szene, wo sie ihm den Handschuh ausziehen wollten und Quill auf ihn eingeschlagen hat, dachte ich mir, warum schießt du nicht? Du hast eine Pistole in der Hand und haust mit der Pistole zu, anstatt zu machen, wo ist sie? Du hast die umgebracht. Dann wird er die Sache auch erledigt. Er ist ein Mensch, wütende Emotionen, da musst du mit der Faust zuschlagen. Ja. Da reicht eine Pistole. Aber ich muss halt sagen, es war halt wirklich so, dass, ja, ich saß auch manchmal da und dachte, jetzt bringt doch Vision einfach um. Ja. So, aber dann, es hat mich in dem Film trotzdem nie genervt, weil es für mich immer nachvollziehbar war. Ja. Weil man das halt als Kinozuschauer natürlich so, ja, jetzt mach doch halt. Und ja, wenn man sich dann mal vorstellt, ja, jetzt stell du dir mal vor, das ist jemand, den du liebst, und er sagt, so, jetzt löse mich mal langsam in Luft auf, bitte. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Okay, mach ich. Hast recht. So, also, und es ist ja dann immer diese Tragik der Helden, dass sie halt an ihren eigenen ihren eigenen Schwächen in Anführungszeichen scheitern. Ja, und dann ist aber so, natürlich, die ganzen Avengers, alle, die dazugehören, die sind es ja alle gewohnt, eigentlich immer zu gewinnen. Auch wenn sie mal einen leichten Verlust oder sowas haben, aber sie haben ja immer gewonnen gegen ihre Bösewichte. Sie haben ja, wenn sie Avengers waren, haben sie ja immer die intergalaktischen Bösewichte alle platt gemacht. Sie kennen so etwas wie eine Niederlage nicht. Und jetzt auf einmal haben sie halt gleich die mächtigste aller Niederlage sozusagen abbekommen. Ich frage mich aber auch, was die Story im zweiten Teil sein wird. Ja, das habe ich im Moment auch so ein bisschen. Ja, weil er hat sein Ziel erreicht und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich alle denken, wir finden eine Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. Das wäre ein bisschen sehr komischer Plot. Also ich würde fast erwarten, dass es mit einem Rachefeldzug losgeht.
Sozusagen, dass sie sagen, ja gut, Thanos wird jetzt halt warten, bis sich alle wieder vermehrt haben, dann wird er es wieder tun. Wir müssen ihn aufhalten. So, aber ich bin da auch noch so, also ich verstehe, ich finde nicht, also viele Kritiken haben geschrieben, man könnte den Film, hätte man das Ende ein bisschen anders gedreht, hätte man ihn einfach so stehen lassen können. Mhm. So, ich habe ja auch gesagt, ja, man hätte wirklich, ich hätte es auch gefallen, hätten sie einfach so dieses böse Ende genommen, alle lösen sich in Luft, oder die Hälfte löst sich in Luft auf, Thanos hat gewonnen, sie sind gescheitert. Ja. Nur, ich kann mir vorstellen, dass Disney und Marvel zu heikel ist, zu sagen, wir bauen das 10 Jahre auf, damit sie dann verlieren und Schluss. Ja. Aus dem Druck, diese, Druck das Geld. Das Ganze. Richtig. Aber ich bin auch so, dass ich denke, ich bin sehr gespannt, wie sie einen funktionierenden zweiten Teil daraus drehen wollen. Naja, das ist ja das, was wir schon angesprochen hatten im Nichtsvoller-Part, dass wir halt die Befürchtung haben, dass diese ganzen Tode, die jetzt passiert sind, diese ganzen Helden, die gestorben sind, weil Black Panther ist gestorben, eigentlich die gesamten Guardians außer Rocket sind tot, Doctor Strange ist tot, Gott, wer ist denn noch alles gestorben? Spider-Man ist tot. Scarlet Witch ist tot. Wenn ich so heißen darf. Wanda, meine ich. Oder Wanda, ja. Vision ist halb tot. Also er ist tot. Er ist momentan inaktiv, sag ja. ich mal. Ich kann mir vorstellen, Ihm wurde der Infinity Stone rausgerissen und er hat so ein großes Loch im Kopf. Aber er ist eine Maschine, das kann man ja ganz machen so. Ja, also ich habe der Bildschirm ist auch eine Maschine. Wenn ich da oben eine Kante rausbreche, funktioniert trotzdem der ganze Monitor nicht mehr. Aber kann man reparieren. Nee, wenn ich eine Kante rausbreche, würde ich mal sehen, wie du das reparierst. Das geht, stimmt irgendwie. Nein. Doch. Nein. Ich möchte mich mal anmerken, ich habe in diesem Film jetzt endlich gerafft, was Vision eigentlich ist. In Age of Ultron habe ich es nämlich nicht verstanden. Ach so. Er wurde erschaffen mit einem Infinity Stone und das war wichtig, weil Thor hat in einem Bad eine Vision gesehen von Infinity Stones und dann war Vision da. Und ich so, okay, was ist er? Wieso? Naja, gut, ich glaube, ich habe damals schon verstanden, dass es eine Maschine ist, aber ich habe es wirklich völlig vergessen. Für mich war so Vision ist halt so eine komische Entität. Naja, weil es eine Maschine. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht repariert. Trotzdem, es sind halt so viele krasse Helden sind da einfach mal tot und wichtige, vor allem auch wichtige Helden, die halt ja auch, vor allem Doctor Strange, der eigentlich in den Comics ja eine riesige Rolle spielt, dass er ja hier der Supreme Sorcerer ist und so weiter. Und wir würden ja wirklich, dass jetzt halt der zweite Teil einfach nur sein wird, dass sie irgendwie eine Möglichkeit finden, schnipp, alle sind wieder da. Und dann ist halt wirklich so, ja gut, sind zwar alle kurz tot gewesen. Für mich ist so, wenn es damit ausgeht, finde ich das nicht schön, aber dann sage ich, ja, man braucht halt das Happy End leider in Hollywood immer. Nur, ja, ich hoffe halt, dass sie einfach bis dahin einen guten Film rausstecken. Und ich bin genau wie du, gerade so, ja, okay, gucken wir mal, was da so kommt. Ja, ja. So. Aber ich muss jetzt noch mal, es gab ja wirklich ein paar sehr geile Szenen in diesem Film, weil wir wollen ja noch nicht in der Zukunft sein. Ich glaube tatsächlich, meine Lieblingsszene, weil ich sie optisch einfach so geil fand, war tatsächlich Nebula, die einfach komplett in ihre Einzelteile aufgespalten war. Ja. Und Thanos sie immer auseinandergezogen hat, um Gamora zu killen. Ja, auch wenn sie mir das tatsächlich ein bisschen zu oft gemacht haben, dieses lass sie gehen, dann töte ich, gib mir den Stein, dann töte ich sie nicht. Das kam klar. 3 oder 4 ja, Mal. Aber ich fand das einfach optisch so, so gut. Ja. Und vor allem konnte Zoe Saldana da auch mal zeigen, dass sie schauspielen kann, weil ich fand Gamora irgendwie immer so, irgendwie kann sie... Das liegt an diesem ganzen grünen Make-up, was sie trägt. Ja. Ja, die fand ich super und halt am Ende wirklich, als sich da alle auflösen. Ja. Das war optisch unglaublich gut gemacht. Das war, wie gesagt, es war in einem Ab-12er-Film wirklich so das Härteste, was du so kriegen kannst. Wobei ich gehört habe, Rampage soll ja wohl auch Ab-12 sein, der nächsten Monat kommt. Und da soll ja wohl richtig Gore sein und Sachen, wo die Kritiker alle gesagt haben, wie ist das ein PG-13-Film? Wir verstehen es nicht. Okay. Ich bin gespannt, mal sehen. Weil da ein großer Alpha vorkommt, der ist süß. Ja. Und ein großer Mann. Ja. Das war dann halt aber wirklich, wirklich mal auch emotional. So, das hat mir, das habe ich vorhin vergessen an Kritik, das hat mir im Film manchmal ein bisschen gefehlt, da war auch so, es stirbt jemand und irgendwie war es so, auch da, dass die Charaktere manchmal einfach nicht darauf reagiert haben. So, und es ist nicht das Gefühl, sie sind davon getroffen. Aber am Ende war es halt wirklich, also ich muss sagen, gerade Spider-Mans Tod hat mich echt mitgenommen, ja. So, weil man eben dieses Mentor-Ding zwischen ihm und Tony Stark aufgebaut hat.
Tony Stark hat ihn in diese ganze Sache überhaupt reingeholt. Ja. Er hat ihn zum Superhelden gemacht. Und jetzt ist er tot. Ja. So, und wie er da in seinen Armen zusammensackt und sagt, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Das war schon ziemlich heftig. Das war für einen Marvel-Film echt heftig. Das war echt heftig. So. Ich hätte das, es tut mir leid, am Ende weggelassen, ehrlich gesagt. Ich hätte es bei ich will nicht sterben belassen. Das war wieder so, ich saß kurz da an, als er dann er nicht sich sofort auflöst. Ich saß da, kein Gag. Ich aber wüsste, dass Spider-Man, wobei wenn es einer hätte machen können, dann Spider-Man. Spider-Man ja. So, aber das hätte dieses Ich will nicht sterben total entkräftet. Ja. Wenn er dann jetzt noch so, ach, macht ja doch nichts. Oder sowas wie, der Anzug ist echt cool. Ja, irgendwie sowas. Obwohl es. Ich sag mal, wenn die da so ein Gag eingebaut hätten, dann hätte ich es okay gefunden. Ja. Aber sie haben es zum Glück nicht gemacht. So war die Szene besser. So war es einfach viel eindrucksvoller wirklich. Mhm. Ja, und ansonsten, also ich muss sagen, den Gastauftritt von Peter Dinklage fand ich grandios. Das war so genial. Also, wir müssen zu den Zwergen. Und dann sind die Zwerge 5 Meter groß und dann ist es Peter Dinklage. Das ist so geil. So gut. Ja. Und ich finde, er hat trotzdem, er hat aus dem bisschen, was er hatte, wieder so viel gemacht. Ja. Also gerade dieser Moment, wo er so diesen Tyrion, was macht der Spaß, da Blick hatte. So, das war wirklich so, ja, gut, dass sie ihn dafür bekommen haben. Ja, aber es war einfach so ein guter Gag, dass dann jetzt Peter Dinklage da stand, 5 Meter groß. Aber immer noch als Zwerg bezeichnet wurde. Ja. und also all diese Power-Scenes haben für mich super funktioniert. Also auch als Thor dann da das irgendwie offen hält und in einem Stern steht quasi oder hängt. Ich glaube, er hat zu viel Superman-Comics gelesen. Aber ich glaube, das machen die in den Comics sowieso ganz gern mal, so eine Aktion. Ja. So, ach, ich zeige jetzt einfach mal, was ich kann. So. Und ich hatte wirklich so ein paar wirklich so eine Fuck-Yeah-Momente. Also ich muss sagen, wirklich, als Thor dann aufs Schlachtfeld kam, saß ich innerlich so, da musste ich mir schon so ein verkneifen, weil ich es einfach so, wie er dann da und dann, endlich war er mal der Gott des Donners. Ja. So. Und er hat da aufgeräumt mit diesem komischen Alien-Viehzeug. Ja, Thor war in diesem Teil viel mehr Badass als in allen anderen bisher. Ja. Also Ragnarok weiß ich nicht, den habe ich ja noch nicht gesehen. Da war er vorrangig lustig. Okay. Ja. Aber er war halt viel mehr Badass als sonst war er da. Ja. Und hat was gemacht, aber in dem Film dachte man sich halt echt, er kommt und macht Putz! Ja. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, so wie man sich das bei einem Gott vorstellt. Ja. Ich meine, er war ja auch derjenige, der es wirklich geschafft hat, Talos zu verwunden. Also das hat ja kein anderer hin. Oh, okay, gut. Sie haben es geschafft, in einen Kratzer zu fügen. Aber ich meine, Kratzer gegen Axt erstmal schön. Es ist auch ein Kratzer, der ist nur deutlich größer. Ja, gut. Das ist eigentlich mehr eine Stichwunde und so, aber... Diplomat. Ja, und also sowas war generell, also wo wir bei der Action waren, ich fand das halt wirklich, davon gab es mehrere. Also auch als dann diese komischen Maschinen-Maulwurf-Dinger einfach unter der Mauer müssen, wo ich auch dachte, warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Naja. Das wäre echt geil gewesen, diese ganzen Viecher mit den 4 Armen einfach so stehen geblieben werden. Und buddeln! Hat sich drunter durchgebuddelt. Sie geht ja offenbar nicht tief. Ja, deswegen, ja. So, aber eben auch als Scarlet Witch dann aufgetaucht ist und dann einfach die zerfetzt hat. Und ich so, ja, zerfetz sie! Das war sehr schön. Nach oben, wo sie die nach oben gehoben hat und dann das Ding darüber kam. Ja, das war auch eine geile Szene. Das war richtig cool. Wo die Frauen alle gegeneinander gekämpft haben und einfach wupp. Ja. Und dann einfach. Also generell, auch die Kämpfe mit Thanos Lakaien fand ich super, die mochte ich sowieso. Ich fand es halt wirklich schade, dass es den Magier als erstes erwischt hat. Ja, der war eigentlich am stärksten. Fand ich eigentlich irgendwie wirklich cool. Und ich mochte irgendwie, auch da, das war so ein Satz, der bei mir so hängen geblieben ist, so, wo er Dr. Strange in der Wand einmauert und sagt, du beherrschst beeindruckende Magie, du musst beliebt auf Kindergeburtstagen sein. Ja. So, oder du musst beliebt bei Kindern sein. Und ich sagte, oh, was, ja, wie er ihm aufzeigt, ich bin einfach 50 mal mächtiger als du. Hat sich ja dann geirrt letztendlich, aber... Ja, so. Er hat halt mit dem Vakuum des Weltraums nicht gerechnet. Ja, so. Und warum? Weil Spider-Man Alien kennt. Ja. Ich finde auch so, dass wir noch gesagt haben, das ist ein super alter Film. Für ihn, ja. Ja, wobei mittlerweile ist Alien auch grundsätzlich schon... Naja, aber ich überlege gerade, wie alt ist ein Robert Downey Jr.? Der müsste ja schon...
Ja, also er war auf jeden Fall schon im Alien-Cook-Alter, als Alien rauskam. Richtig, das war halt dann mehr oder weniger auch nochmal so ein indirekter Hieb, dass er alt ist. Ja. Ja, und das fand ich auch spannend, weil ja, glaube ich, alle von ausgegangen sind, dass entweder Captain America oder Iron Man sterben. Mhm. Und also, beide dass leben. Sie jetzt, also, die am Leben gelassen haben. Ja. Und es fand ich aber auch eine... Es ist nur noch Iron Man auf Titan, ne? Am Ende. Oder ist noch jemand bei ihm? Es haben sich alle um ihn rum aufgelöst, oder? Ja. Ja, er ist da alleine. Stimmt, ja. Quill hat sich aufgelöst? Nein, Dings, Gamoras Schwester ist da. Stimmt. Nebula, stimmt. Ja. Nebula ist da. Die ist die einzige noch da. Ja, gut. Aber, Die beiden sind ja auch ein Dream-Team. ja, hundertprozentig. Ja, und ich muss sagen, es hat auch Robert Downey Jr. am Ende echt gut verkauft, dass er gerade realisiert, es sterben gerade alle um mich rum. Ja, im Prinzip... Was heißt, es denkt wahrscheinlich, weil ich Fehler gemacht habe. Eins, was ich sehr lustig fand, war eigentlich, dass Bucky gestorben ist. So, der wurde ganz im Black Panther so angeteasert, so, oh, der kommt wieder. Und nach Civil war er auch so, oh, er wird jetzt hier geheilt und dann kommt er wieder. Und hier, du hast einen mega krassen Arm, jetzt bist du wieder da. Und yo, Cap, wie geht's? Und weg ist er. Ja. Ja. Ja, generell, also fand ich auch, dass der letzte Film halt Black Panther war, wo die gesamte Story eigentlich ist, wie T'Challa König von diesem Land wird, um sich dann in Luft aufzulösen. Ja, vor allem mit dem hat ja wirklich alle gesagt, die werden den nie und nimmer töten, weil der Film so viel eingespielt hat und alles Mögliche. Ja, aber ja, da wird man dann wieder sehen, wie tot er denn wirklich ist. Ja. Die sind nicht tot, die haben sich nur in Luft aufgelöst. Nein, das wäre jetzt auch so geil. Wenn man die ganzen Papierfetzen einsammelt... Sekundenleber. Wir fragen uns auch, was die Story vom zweiten Teil ist. Sie suchen die ganzen Fetzen und müssen jetzt gucken. Ja, das ist Black Panther. Und Harry das dachte, ist Spider-Man. Und Harry Potter dachte, die Horcruxe finden sehr schwierig. Das waren nur 7. Leute, ich habe das Auge von dem einen. Und wenn sie die ganzen Fetzen haben, dann kommt der Sekundenkleber, die Lupe und die Pinzette zum Einsatz. Was machst du da? Ich mach Spider-Man. Was du Scheiße, ich hab was falsch zusammengeklebt. Er hat jetzt die Arme von... Weiß Hulk. Mrs. Tony, so irgendwas stimmt nicht. Ja. Oh, das ist schön. Gut. Ja, und also ich muss aber sagen, eins meiner absoluten Highlights des Films war trotzdem wieder Drax. Ich liebe den Typen. Also ich hätte das dem... Wie lange stehst du da schon? Eine Stunde. Ich hätte das dem Wrestler, Batista, niemals zugetraut, dass er so ein schauspielerisches und komödiantisches Talent hat. Auch wie er dann dasteht und so, ich bewege mich so langsam, dass man mich realisiert. Oh, hi, Drax. Verdammt. Ja. Ja, und vor allem, es ist auch da, die Guardians, ne? Sind das so tragische Charaktere eigentlich, ja. Aber gerade bei Drax merkst du es halt gar nicht. Oder also, auch der Witz mit Groot war auch so schön mit Thor, oder? Mit Thor und Groot. Ein Groot. Ach so. Du verstehst ihn, ja, ich hatte das als Wahlpflicht. Ja. Du sprichst Groot? Ja, das hatte ich als Wahlpflichtfach. Sehr gut. Und ich fand auch die Szene sehr gut, wo sie den Thanos gefunden haben und Drax wollte losrennen. Und dann so, nein, nicht jetzt, schlaf! Und dann denkt man sich, huh, sie haben es geschafft, er hat es ja! Gut. Generell war die Szene auch gut, weil sie halt so humoristisch losging. Aber von Anfang an wusste, okay, das wird hier gerade auf, es wird auf was Drastisches hinauslaufen. Ja. Und also das fand ich wirklich stark, der Moment, wo klar wurde, okay, er hat den Realitäts... Stein schon, hieß der so? Ja. Ja. Und dass das alles nur Illusion war und der Planet schon längst brennt, er hat ihn schon längst, Gamora, und er wollte eigentlich nur sehen, ob Gamora weint, wenn sie ihn tötet oder nicht. Genau. So, das war alles, was er wollte. Und halt die Szene, wo er sie dann opfern muss, fand ich auch sehr, sehr stark. Und, hast du ja auch gesagt, ne? Es war ja für dich so ein kurzer Moment, wo man ein bisschen Mitgefühl hatte mit Thanos. Ja. Ja. Aber auch nur kurz. Ja. Weil ihm dann eingefallen ist, der hat Gamora getötet. Nur um danach die Hälfte der Bevölkerung des Universums zu töten. Ja. Ja.
Ja, und das, aber es war halt wirklich auch da so ein schöner Kontrast, so dieses, er ist bereit, die Opfer zu bringen, die anderen nicht bringen. Und das ist halt, ich halt wirklich da saß und dachte, gut, ich finde es jetzt auch aufhaltenswert, was der davor hat, aber ich kann seine Logik, die er hat, zumindest nachvollziehen. Ja. Und es war dann halt auch wirklich, als er gezeigt hat, wie der Planet Füger aussah und so weiter, auf dem er groß geworden ist, ja, das war einfach so ein System, wo man dachte, ja, okay, es ist ein Wahnsinniger, aber... Ich verstehe seinen Wahnsinn. Ich verstehe seinen Wahnsinn. Ja, warum so. Er so geworden ist. Ja. Warum klappt das bei mir nie? Okay. Eines Tages. Eines Tages werden sie meinen Wahnsinn alle verstehen. Aber dann ist es zu spät. Ich bin der Normale in der Gruppe. Das ist richtig. Das ist immer noch das Beste. Marvin ist der Normale in der Gruppe. Ja, und da ist bestimmt noch mehr, aber es war, auch in diesem Film ist wieder viel passiert. Ja, und unglaublich viel. Und ich muss nochmal sagen, beeindruckend, dass sie es geschafft haben, das alles logisch zu verknüpfen. Ja. So viele Leute da, so viele verschiedene Charaktere da reinzubringen, ohne dass sie fehl am Platz wirkten. Jeder wirkte als, oder was ist jeder wirkt, jeder hatte irgendeine Aufgabe zu erfüllen, die ohne diesen Charakter nur schwer oder gar nicht funktioniert hätte. So wie Groot zum Beispiel, der dann den Stil gemacht hat den Sturmbrecher. Sturmbringer aus Dark Souls. Übrigens auf dem Planet, wo der Seelenstein war, ne? Die Sonne mit dem Ring rum war originales Darkseid. Ich saß da, Dark Souls! Hier stirbt gleich jemand. Und es war richtig. Ja, das war sehr lustig. Ich habe den ersten Captain America ja nicht gesehen. Und dann dieser Moment, wo Red Skull auftaucht. Und dann wirklich im Kino so, wirklich um mich rum, weil Leute, und vor allem, ich dachte halt erst, er sah für mich halt aus wie ein etwas toteger Vision. Und ich dachte so, warum? Wieso ist er denn jetzt da? Haben sie ihn doch vernichtet? Was ist passiert? Nein, das ist der Bösewicht aus dem ersten Captain America Film. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum er jetzt da ist. Ja, irgendwie das habe ich auch nicht verstanden. Weil der Infinity Stone ihn dahin gebracht hat, als Wächter für einen anderen Infinity Stone. Da hat er nicht mal gewächtert. Ja, eigentlich hat er nur gesagt, das musst du tun. Das musst du tun und du das. Das mach mal. Ja. Ja, also irgendwie. Ich frage mich, es muss ja nur eine Seele geopfert werden. Hätte er auch Red Skull reinwerfen können? Nee, es muss ja persönlich sein. Ja, gut, okay. Red Skull, ich liebe dich. Reicht das? Passiert nichts. Das Universum hat es mir wohl nicht geglaubt. Scheiße. Aber ich frage mich auch erstens, was wäre passiert, wenn Gamora nicht dabei gewesen wäre? Und zweitens, was wäre, wenn er wirklich nichts hätte, was er liebt, dann wäre voll am Arsch. Ja. Das hätte ich auch sehr lustig gefunden. Und der zweite Teil... da kommt nur ein Zwischenteil. Thanos beim Speed-Dating. Genau. Wie Thanos das ganze Universum und abfliegt, weil er irgendwo Liebe sucht, damit er die dann opfern kann. Hallo, ich suche jemanden zum Verlieben und Opfern. Ich soll geopfert werden, aber er ist sehr groß und muskulös. Muss ich mal drüber nachdenken, ob sich das lohnt. Ja, ja, also Spin-Offs bieten sich an, noch unsicher. Ja, definitiv. Ja. Ich muss übrigens sagen, ich finde... Gamoras Backstory wirkt auf mich so ein bisschen reingequetscht. Damit dann eben die Liebe klar ist und so. Ja, okay, sie lief da so und Thanos, komm Kind, okay. Das war so, okay. Ich hätte es ja noch krasser gefunden, wenn sie dieses Ding zum Ausbildungsding gehabt hätte. Es war ja immer so, die eine Hälfte stirbt, die andere überlebt. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass sowas kommt wie, so Kind, du nimmst jetzt dieses Ding und je nachdem, wohin das Ding jetzt bei dir fällt, stirbt meine Armee oder ihr. Nein, stirbt derzeit entweder die linke oder die rechte Seite deines Planeten. So von wegen, sie hat sogar entschieden, welche Seite stirbt. Das hätte ich noch krasser gefunden, wenn sie das noch mit rein gemacht hätten. Ja, und ich muss halt wirklich sagen, das fand ich auch wieder schön, wir haben ja alle mit gerechnet, dass der Zeitstein eingesetzt wird, um Helden wieder zu beleben. Mhm. So, und wurde er ja so gesehen auch, aber ich fand diesen Twist wirklich gut, dass sie es schafft, den zu zerstören. Und für mich war es auch in dem, ich habe nicht daran gedacht, weil ich dachte, okay, er ist ja jetzt schon so mächtig, dass sie ihn nicht aufhalten können. Macht ja Sinn, dass sie es zerstören, damit er zumindest nicht schnipsen muss und das Universum kaputt ist. So, und dass er dann einfach, ja, Pech gehabt, drehe ich zurück und ihn dann halt einfach nochmal umbringt.
fand ich schon ganz gut. Und dann halt auch wirklich dieser Spruch gegenüber Thor, du hättest auf den Kopf zielen sollen. Ja, und dann schnipp. Und du hattest aber recht, es war ja im Film wirklich so, dass er die Rüstung immer dann anhat, wenn er sie nicht braucht. Und wenn er die Erde invasiert, kommt er ohne Helm. Ja. Und jetzt denkt er sich für den nächsten Film, Moment, der hätte auf meinen Kopf werfen können. Richtig. Trage ich mal einen Helm. Ja, ich bin echt gespannt, was sie beim zweiten Teil machen. Mit Thanos, weil eigentlich ist der jetzt fertig. Ja, also eigentlich, der ist jetzt in Rente. Ja, ich hab alles gemacht, ich bin jetzt in Rente, naja. So eine Redemption-Story. Irgendwie nach vielen Jahren finden sie, der sitzt da, ja, ich weiß, es war ein Fehler. Und hilft ihr, das Universum wieder aufzubauen. Und macht dann all seine Fehler irgendwie. Und die Avengers werden alle böse, weil sie nicht von ihrer Rache lassen können. Genau. Sie müssen ihren Namen ja auch mal verdienen. Ja. Stimmt, ja, wen avengen sie denn? Ja. Jetzt können sie mal wieder avengen. Jetzt können das halbe Universum avengen. Genau, jetzt können sie das halbe Universum avengen. Ja. Ja. Fand ich schön, den Film. Ja. Und wir sehen jetzt schon voraus, wie vielleicht das Ende von Ant-Man 2 sein wird. Ja. Also wieder vereint mit seiner Familie, seine Familie löst sich auf. Ja, also, es wird ja wohl wirklich dann in Ant-Man sehr drum gehen, dass er um seine Familie kämpft, so. Wegen, er ist ja immer noch Verbrecher und bla blub. So, und ich fänd das schon stark, weil es spielt ja parallel, das hat dieser Film ja eigentlich wirklich gesagt. Wenn der Film damit ausgeht, dass er mit seiner Familie wieder vereint ist, und dann löst er sich in Luft auf. Oh, und dann erklärt man, warum er dann eben auch in Infinity War 2 eine starke Motivation hat, Thanos in den Arsch zu treten. Ja. Thanos zu butzen. Ja. Wahrscheinlich werden sie in Infinity War 2 so irgendwie, hey, wo ist Hawkeye? Der hat sich aufgelöst. Der hat sich aufgelöst. Infinity Thor. Ja, aber jetzt, ich lasse dir doch auch wirklich bitter. Beim nächsten Teil, pass auf, Hawkeye kam jetzt schon im ersten Infinity War nicht vor. Im zweiten wollen sie ihn dazu holen und alles, was dazu gesagt wird, ist so ein Beisatz, der hat sich auch aufgelöst. Und das war's. Der arme Kerl. Stellt euch mal vor, wenn das eine einzige Szene gewesen wäre. Ja, das ist er aufgelöst. Schnitt. Hawkeye bei seiner Familie. Nun. Genau, das wird so eingeleitet. Nun. Was ist eigentlich aus Hawkeye geworden? Schnitt auf seine Familie. Schnitt wieder zurück. Nicht wichtig. Schnitt auf ein paar Papierschnipsel auf dem Boden. Ja. Zurück. Darüber reden wir später. Ich muss aber wirklich sagen, also Bucky hat mich auch wirklich überrascht. Weil ja wirklich Bucky jetzt über 3 Filme aufgebaut wurde. Ja. Eine der Schlüsselfiguren dieser Handlung ist. Und er war halt in diesem Film einfach nicht wichtig. Nö. So, also auch im Kampf war er eigentlich nicht wichtig. So, ja. Und vor allem, ich fand es auch so lustig, warum kriegt Bucky ein fucking normales Maschinengewehr? Es scheint ja ein Supergewehr zu sein. Weil Rocket wollte das haben. Ja, ich verstehe nicht warum. Das ist halt vielleicht ist es seins. Das ist halt, das ist halt genau das Gegenteil zu den Comics eigentlich auch wieder. Weil in Comics, das finde ich so schön, gibt es auch eine Story, wie Iron Man zu den Guardians kommt und sich Rocket permanent über ihn lustig macht, weil seine Technologie so veraltet ist. Weil Iron Man für den halt wirklich so. Ist denn so komisch anzugruben, so macht sich jetzt halt lustig, weil die Technologie so veraltet ist und hier will er halt ein Maschinengewehr haben. Es war so, okay, ihr habt Laserwaffen. Ja. Aber na gut. Mit den Armen fand ich wieder lustig so. Was wird dein Arm? Was will der für das? Ich krieg den Arm. Hat sich rausgestellt? Nein. Stimmt, Arm hat sich mit aufgelöst. Das hat mich aber auch wirklich gut, es hat mich auch überrascht, wie gut die Guardians für mich reingepasst haben. Hm. Ja. Weil ich habe wirklich, das war so, als kamen die Guardians auch gedacht, das wird too much dann. Ja. Aber die haben wirklich gut reingepasst und sie haben mir auch wirklich wieder viel besser gefallen als in Guardians 2. Ja. Weil es nicht nur so war, aber die Sprüche, die Rocket hatte und Co. fand ich. Ja, alleine so dieses, als er Thor sein Auge gibt und sagt, ja, ich habe gegen jemanden beim Spielen. Ich hätte vorher sauber gemacht. Ich habe gegen jemanden beim Spielen gewonnen. Und er hat dir sein Auge gegeben. Nein, er hat 100 Credits, ich bin nachts eingebrochen und habe das Auge geklaut. Ich hatte es vorher abgewaschen. Ich meine, weißt du, wo ich das Ding gelagert habe? Ich musste das rausschmuggeln, und meinte, ach, egal. Ja. Aber ja, ich finde es schade, dass Yondu nicht mehr ist, weil ich hätte ihn in diesem Krieg gerne gesehen. So eine Szene wie an der Base. So. Der Krieg geht los, Thanos ist kurz davor und dann macht er... Zack. Thanos tot. Gut. Yondu wins, lol. Ich fand es auch gut, dass er halt... Also was mich lange Zeit im Film gestört hatte, war ja halt,
dass man nicht wirklich gesehen hat, was eigentlich die ganzen Charaktere so richtig drauf haben. Also zum Beispiel auch Dr. Strange und so weiter. Und wohl irgendwann die Kampfszenen kamen, wie war es mit denen, hat man auch immer gesehen, so, okay, der kann doch ganz schön was. Der hat doch einige Tricks auf Lager. Genau wie halt Quill. Wo ich mir dachte, ja, die Guardians sind jetzt aber halt eigentlich nicht so mega mächtig. Was sind die eigentlich dazu beisteuern? Wo man irgendwie sieht, ja gut, aber sie haben immerhin diese ganze Technologie, die halt doch recht beeindruckend ist, diese ganze Bomben etc. Wobei es bei mir bei den Guardians so geblieben ist, schön, dass du es sagst, dass ich habe ja vorhin die Comics sehr begeistert lesen, und die sagen mir immer wieder, eigentlich, also die Guardians müssten eigentlich der Schlüssel gegen Thanos sein, weil die sind so mächtig, dass die der Schlüssel sein müssten für diesen Sieg. Und ich hatte so, also in den Filmen kommt das für mich null rüber, dass die mächtig sind. Ja. Bis auf Groot vielleicht. Ja. So, und also gerade Gamora, wieder als Thanos sagte, und du bist zur gefährlichsten Frau des Universums geworden, ich, wo denn? So, sie kann mit einem Schwert umgehen, aber das ist es dann halt auch. Ja. So, und das war halt wieder so, dass du dachtest, ja, okay, jetzt kämpfen sie ein bisschen besser, ein bisschen mehr, aber eigentlich können sie immer noch alle nichts. Sie haben eigentlich größtenteils, also ihre Technologie, die sie halt normalerweise haben, die halt so beeindruckend ist, und sie haben unglaublich viel Glück. Ja. Und am wenigsten kann eigentlich Drax. Weil alles, was der macht in Kämpfen, ist umgehauen werden. Ja. Eigentlich, oder? Aber seine Fähigkeit ist halt, er hält halt extrem viel aus. Ja. Er ist halt wirklich der Tank. Naja, geht so. Und zwar war in Guardians 2 dann wieder mehr gesehen, wo er dann einfach in das Monster reingesprungen ist. Und einfach da 10 Minuten in seinem Darmschleim überlebt. Ich habe ihn besiegt, ganz alleine. Ist ihm klar, dass, er, dass die Haut von dem Monster innen drin genauso ist wie von außen? Ja. Aber also die Guardians waren auch wirklich ein Highlight. Also auch als sich dann Star-Lord von Thor bedroht fühlt, was Gamora an der tiefen Stimme. An der tiefen Stimme zu reden. Nein, ich klinge immer so. Was redet ihr denn da? Machst du dich lustig über mich? Ja, auf seine Muskeln zu massieren. Also generell wieder Chris Pratt in allem, was er tut. Ja. Macht er gut. Alle laufen an ihm vorbei. Ja, ich glaube, so die für mich schönsten Momente habe ich. Konnte ich loswerden. Ja. Also wieder die Schlachtszenen waren cool. Ein Schild von Wakanda habe ich nicht verstanden, warum einige Wesen durchgekommen sind und andere nicht. Sie haben es durchgepresst, aber warum jetzt manche zu Säbel gekommen sind? Also wäre dann noch entstanden, okay, aber sie sind halt durchgelaufen, manche sind verbrannt, manche sind durchgekommen, manche sind halb durchgekommen. Aber, ja. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Vor allem frage ich, warum hat sich einfach so gemacht, kurz Tor auf, die Viecher kommen rein, Tor wieder zu. Na, es ging und dann darum, wieder Tor auf, wir reinlassen wieder Tor es wieder ging zu. Ja darum, dass sie sich nicht zu weit verbreiten, und wenn sie das Tor zumachen und dann erstmal die besiegen, dann hatten die wieder genug Zeit, sich noch weiter. Was ich übrigens auch nicht verstanden habe, ist, wie der Typ da reingekommen ist, der dann später bei Vision war. Na, das, der ist ja da hinten gekommen, wahrscheinlich als sie das Schild weggemacht haben, aufgemacht haben. Frag jetzt nicht, wie er es geschafft hat, an gesamten Schlachtgetümmel vorbeizukommen. Also sagen wir ja, er wurde ja als Assassine dargestellt quasi. Und er sah halt original aus wie Styx aus den Styx Spielen. So, Master of Shadows. Ja. Vielleicht beherrscht er ja das, was Drax versucht hat. Er hat sich einfach so langsam durch den Schild durchbewegt, dass es nicht aufgefallen ist. Wie lange steht es schon da? Eine Stunde. Ich bin ein Meister, das mich nicht bewegen. Dann sieht mich, wenn ich stehen bleibe, ganz still, sieht mich niemand. Ja. Obwohl, glaube ich, mein Lieblingsspruch von ihm immer noch aus Guardians 1 ist so dieses Gedanken erreichen mein Gehirn nicht. Meine Reflexe sind zu schnell. Ich fange sie ab. Was hast du da? Was für eine geile Logik. Oder warum soll ich ihn mit meinem Daumen über die Kehle streicheln? Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass Batista einmal zu so einem komischen Part wird oder zu so einem komischen Part einnimmt in Film. Hätte ich niemals gedacht. Ja, habe ich ihm auch nicht zugeschaut, ehrlich gesagt. Als er gecastet wurde, dachte ich, was, Batista? In den meisten Filmen, den er bis dahin mitgespielt hat, war er einfach nur der Große, der irgendjemand aufs Maul haut. Ja. Ich meine, macht ja auch Sinn bei Batista. Das stimmt. Und jetzt ist er der Große, dem andauernd aufs Maul gehauen wird. Ja. Gut, und ein Bein hat er festgehalten. Stimmt. Ja. Er hat es aber auch noch davor angesäbelt. Das ist richtig. Er hat es angesäbelt und festgehalten. Krass. Das ist schon mal was. Das war, glaube ich, aber tatsächlich
sogar trotz des Hauptkampfs mein Lieblingskampf des Films von Spider-Man, Tony Stark und den Guardians gegen Thanos. Ja, das war der war und gut. Dr. Strange. Wenn du noch einmal den Mond auf mich wirfst, dann werde ich jetzt echt sauer. Und das, ich wusste ja, dass die Szene kommt mit dem Mond. Das hatte ich leider vorher gelesen. Das haben sie auch extrem cool gelöst. Also ich habe wirklich so, das kann auch sehr schnell sehr dumm aussehen. Weil das ist so gelöst hat, dass er ihn quasi aufbricht und mit Teilen wirft. Ja. Ja, und wenn du noch einmal Mond auf mich wirfst, dann werde ich sauer. Ja. Schön. Hat er Mond geworfen. Ja. Kann er jetzt halt so nicht. Passiert. Ja. 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 Reicht ja auch. Muss ja nicht immer 5 Stunden lang gehen. Ja. Nicht? Nein. Das ist ja merkwürdig. Wenn ich dann denke, dass alle unsere Podcasts früher jetzt gerade bei der Hälfte gewesen wären. Ja, naja. Ist halt, es ist halt jetzt kein Film, über den man groß philosophieren kann. So, es nein, war halt schönes muss, Popcorn. Ja, man muss selber Action. Einfach sich ansehen, die Action genießen und schönes so Popcorn-Kino. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben das geilste Kino überhaupt. Ja. Also, Zobalas ist saugeil. In der Loge. Hast du in der Loge. In der Loge, das war schon echt cool. Ja. Ja, gut. Also geht in den Zoopalast Berlin in der Loge. Ja. Und egal wo ihr herkommt, egal ob Bayern, fahrt nach Schweiz, Berlin, Österreich, völlig egal, fahrt nach Berlin in den Zoopalast und schaut da eure Filme. Ja. Ja. In der Lounge. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Gut. Gut. Dann moderiere er ab. Dann moderiere ich jetzt mal ab. Also, vielen lieben Dank an alle, die es hierher geschaut haben. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Was denkt ihr, was vielleicht sogar auch noch im zweiten Infinity War Film so kommen wird? Was sind eure Vermutungen irgendwie? Wird Hawkeye auftauchen? Auch wenn nur kurz aufgelöst wird. Werden die Guardians und die Avengers 2 Stunden lang Thanos in seinem Schiff hinterherfliegen und ihn nicht einsehen? Und sie finden ihn dann über eine Kontaktanzeige. Mann mit großem Kinn sucht. Mann mit, Mann mit großem Kinn und schöner Veranda. Ja, schreibt gerne in die Kommentare. Und ansonsten schaut auch gerne euch die anderen Podcasts hier auf Graum Entertainment an. Die sind alle wunderbar. Schaut ansonsten auch gerne rüber bei Graum Gang, also unsere Livestream- und Let's Play-Aufnahmen. Und seid ansonsten auch gerne mal live dabei. Da ist auch der Nip ab und zu mal dabei. Momentan mit der Reihe Der Nip lernt Dark Souls. Der Nip schnetzelt Dark Souls. Der lernt Dark Souls noch. Du hast noch viel zu lernen. Und ja, dann würde ich sagen, habt ansonsten noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast euch anhört oder anschaut. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Gauton. Und der Nip. Ciao.